Wir sind heute zu Gast bei einem Brauseminar in der Rappi Beer Factory in Rapperswil, wo uns Steven Hart einen Einblick in die Kunst des Brauens gewährt. Also momentan ist es so, dass die Gruppe das Malzmischung, wo die selber bestimmt hat, ausgemessen haben und in die Malzmühle reingekippt haben. Und jetzt wird es gemahlen. Danach erfolgt das Einmeischen. Die nehmen das gemahlene, geschrottete Malz und tun es in den Maischkessel mit dem vorher aufgewärmten Wasser. Das ist der nächste Schritt. Das ist der Maischkessel mit dem temperierten Wasser, 60 Grad jetzt. Nachher kommt das gemahlene Malz da hinein. Jetzt müsst ihr dann den Malz einschöpfen, eine rührt, eine schöpft. Mit den Füßen? Ja. Schon verschichtet. Ich halte es da vorne. Ja. Sali. Was? Geht noch? Geht noch? Ja, da kommt noch die Ecke. Da hängt noch. Ich sehe jetzt, momentan sehe ich, dass es recht dickflüssig ist. Ja. Und wenn man es rührt, dann ist es so schwer zähflüssig. Ja. Und das ändert sich. Jetzt fängt es an mit dem 60 Grad, nicht ganz, zweimal mehr auf. Fängt die Enzyme an, schon die Stärke abzubauen. Das ist jetzt einfach der Enzym, der eben von der Malz kommt. Das ist so der Grund. Hier rein. Jetzt wäre einfach eine halbe Stunde, eine halbe Stunde. Richtig. Das ist eben das Black Beer, das ausgezeichnet wurde in der European Beer Star mit die einmal mit dem Silbermedaille und letzthin mit der Goldmedaille. Experten, die verkosten jeder und entscheiden. Also mit Punkten für gewisse Sachen, ja, schmeckt, Aroma, hat einen Fehler und. Und dann gibt es eine erste Runde und dann gibt es eine Auswahl für die letzte Runde und dann entscheiden die schlussendlich welche erste, zweite. Silber, Gold spielt eine und ich denke, die Rolle ist doch aber eine Bestätigung für die anderen. Das ist gut, sagen feines, ja, individuelles Bier. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Brauseminar zum Besuchen? Meine Tochter mir zum Geburtstag geschenkt. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Göppingen, also ist in Deutschland, Großraum Stuttgart, und sie lebt in Zürich. Wie schmeckt das dunkle Bier? Also sehr sättigend, sagen wir mal so. Also stark, ein sehr starkes Bier. Also ich trinke normalerweise nicht so oft ein dunkles Bier, weil das mir eher zu stark ist. Aber das muss ich jetzt echt sagen, das schmeckt jetzt fantastisch. Würde ich diese? Also die Konsistenz ist anders, farblich kommt früher, es ist löslich geworden. Und jetzt ist es so, dass wir dann aufheizen. Jetzt ist es 62 Grad. Jetzt heizen wir auf beim Rühren und dann zum zweiten Enzymrast bei 72 Grad. Und da wird dann in Stärke auch wiederum durch den Enzymrast in Zucker umgewandelt. Und der Zucker ist dann wasserlöslich. Und dann das Scheinungsbild für die ganze Maische ist eins. Von unten her mit Gas. Und unter dem Sieb staut sich die Hitze ein wenig, es zirkuliert nicht. Und wir sind am Rühren, aber die Gefahr besteht, dass es dann herunter kocht oder anbrennt sogar. Also dann tun wir eigentlich mit diesen Pumpe zirkulieren. Dann nehmen wir es einfach raus. Die ist so an. Dann zirkulieren wir. Das müssen wir immer wieder machen, oder? Welche Biersorte bieten Sie jetzt noch an? Ich biete noch ein Rappi Gold, das ist ein helles Bier, ein obergäriges Ale-Bier, kraftig und malzig, zugleich auch hopfig, hopfenbetont, das biete ich an. Und dann saisonal habe ich ein sogenanntes Lindmaisbier, das ist ein Bier mit Maisanteil, das ist hell und weniger bitter, eher für den Sommer und Frühling. Und da habe ich ein Starkbier, das ist auch ein Schwarzbier, heißt Big Black Beer, ein sogenannter Imperial Stout. Und da gibt es auch bei der Hopfenernte auch seit 2 Jahren Harvest Ale. Das ist jetzt ein Bier, wo dann mit frischen, nassen, nicht getrockneten Hopfen, die dann aber gerade bei der Hopfenernte gebraut wird. Also normalerweise muss man den Hopfen trocken, aber hier tut man dann den Hopfen pflücken, also ernten und dann gerade den folgenden Tag brauen, damit die
den nassen Hopfen gebraucht. Und die haben einen frischen, fruchtigen, einen anderen Geschmack. Und das Bier ist also natürlich auch sehr hopfenbetont. Wie lange sind Sie jetzt schon Braumeister? Braumeister bin ich eigentlich nicht. Ich komme aus Lebensmittelchemie und bin aber recht viele Jahre bei der Brauerei Höllemann angestellt gewesen als Qualitätssicherungsleiter. Und dann, wenn der Brauerei Höllemann zugegangen ist, bin ich zuerst einmal Berufsschullehrer bei der Bierbrauerlehrling und dann gleichzeitig habe ich diesen kleinen Brauerei aufgebaut. Ich bin nicht Braumeister, aber ich bin ein Mitglied von der Braumeistervereinigung. Und Sie bieten ja jetzt wie heute so Brauseminare an und Sie haben da Schüler aus Nordkorea gehabt. Sind Sie zufrieden mit den Schülern? Ja, doch. Ja. Die Nordkoreaner sind vor etwa 2 Jahren da. Und die wollten dann wissen, wie ich denn das Maisbier mache. Ist natürlich hier eine Kleinbrauerei und die Technologie ist nicht überwältigend. Und genau wie es bei ihnen ist. Und die waren interessiert, wie macht man das Maisbier, weil die haben nicht viel Gerste, aber viel Mais und waren brennend drauf. Interessiert zu wissen, wie man Maismehl macht. Und da habe ich dann Leute gehabt von einem Großbrauerei in der Hauptstadt von Nordkorea. Die waren dann sehr interessiert und fleißig und so und fleißig mitgemacht und waren auch spannende Leute, waren freundlich und so weiter. Also es war noch eine spannende Zeit. Die waren etwa 2 Wochen bei mir und sind weggegangen und seither habe ich nichts mehr gehört von denen. Schön dunkel. Jetzt lassen wir es cool abkühlen und dann probieren wir das zu degustieren. Kann man also im Moment noch nicht als Bier erkennen. Die J-Probe macht man in jeder Brauerei, groß oder klein, auch topmoderne, alles technisiert und alles automatisch macht es trotzdem immer noch das. Der J hat die Eigenschaft, dass er Stärke angibt durch einen Farbwechsel. Ich zeige euch, was es heißt, wenn es J normal ist, das ist nur Wasser. So ist die Farbe vom J-Tinktur, oder das Gelbliche. Mhm. Jetzt verfärbt sich das. Oder das Blauliche, das Dunkle. Mhm. Das ist eben die Reaktion, wo Jod eingeht mit der Stärke. Und gibt es einen Farbwechsel. Und jetzt ist es so, wir haben welche Stärke umwandeln. Wenn man dann ein bisschen von den Maischen nimmt und Jod zugibt, dann sollte eben der Farbe nicht gehen, oder? Soll es nicht gehen. Es soll gelb bleiben. Jetzt nicht verwerben. Ja. Das ist natürlich sowieso dunkel. Also zuerst muss es blank laufen. Und dann, wenn es blank läuft, können wir es einfach abziehen. Da drin und dann wieder rüberführen. Und dann nur auslaufen lassen, bis der Kuchen durchschaut, oder? Jetzt muss ich schön sehr ruhig rauslaufen und nicht gurgeln. Ja, nicht gurgeln. Die durchschneiden, bis zum Sieb unten, ein bisschen zurück. Und dann. Kuchen ausschneiden. Immer hin und her. Was? Jetzt fließt noch ein bisschen nach. Und dann einfach schön, der das jetzt macht, nachher schön einfach am Anfang. Mit mehr Vorsicht als nachher geht, wenn es noch mehr ist. Und dann immer wieder auffüllen. Jetzt jetzt müssen wir einfach Wasser drauf leeren. Heiß Wasser zu nehmen. 29. Sehr lieb. Ich mache das mit sehr viel Zucker drin. Man ist aber flüssig. Ja. Aber das macht. Es gibt Hopfenfetzen und es gibt auch Eiweiß, der ausschaut wegen des Kochtemperatur. Und die müssen wir dann trennen auch von der Würze. Nochmal ein Trennprozess. Das machen wir ganz einfach, indem wir einfach rühren, dass es sich rotiert. Und dann durch den Teetasseneffekt, sogenannte, kommen die ganzen Teile schlussendlich in der Mitte von der Topf und setzen sich in der Mitte ab. Thank you.
Kochen verliert alles Sauerstoff. Der ganze Sauerstoff wird ausgetrieben. Und dann der Hefe, aber wenn er dann zum Anfang geht, braucht er in der Würze ein wenig Sauerstoff zum Anfang abzubauen und so. Und wir müssen den Sauerstoff wieder reinbringen in der Würze. Und da drin hat es einen Sinter, Metallsinter. Und wenn ich, das ist medizinisches Luft, sauberes Luft. Und wenn man es hier innen drückt, dann wird verteilt von dem Sinter und kommt kleine Blasen in der Würze. Und dann dadurch wird dann das Würze wieder mit Sauerstoff gesät. Also das ist jetzt der Gärtank für das Seminar. Das ist Kunststoff, Lebensmittelecht, sonst für Obst wie oder sowas. Momentan ist Desinfektionsmittel drin, spüle das raus. Und der Würze kommt direkt von dem Topf durch die Plattenkühl, direkt darin. Und der Hefe, wo da sitzt, der wird dann, da tun wir dann hier rein und der wartet schön aktiv auf der Würze. Und fängt der Würze sofort an, ja, relativ rasch. Nicht zu begehren, aber der Hefe fängt an wachsen. Und dann geht es eine Woche lang so. Und gibt es gutes Bier?